Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch den Workaround-Glitch zeigen, mit dem es aktuell noch möglich ist, Easys zu duplizieren. Dafür braucht ihr auch fast gar nichts. Ihr könnt das solo machen oder auch mit einem Freund. Wenn ihr das mit einem Freund macht, dann könnt ihr einfach die Autowerkstatt von eurem Freund benutzen. Und ja, wenn ihr keinen Freund habt und das alles solo machen wollt, dann benutzt einfach irgendeine Autowerkstatt von irgendeiner fremden Person. Dafür begibt ihr euch einfach in irgendeine Online-Sitzung und dann schaut ihr einfach hier auf der Karte, wo sich die anderen Autowerkstätten befinden. Und ja, die könnt ihr auf jeden Fall auch benutzen. Zusätzlich braucht ihr auf jeden Fall eine Apartment-Garage. Ist wirklich wichtig, dass ihr die Apartment-Garage benutzt, weil mit den anderen Garagen wird es nicht funktionieren. Stellt euch in diese Apartment-Garage einfach ein Easy Classic voll aufgetunt rein. Der bringt am meisten Geld. Je nachdem, wie ihr den auftunt, bringt er zwischen 1,5 und 1,8 Millionen Euro, wenn ihr den dann verkauft. Und ja, dann stellt ihr euch einfach noch so viele LEDs in die Garage rein. So viele Autos, wie ihr euch halt duplizieren wollt. Ich in meinem Fall mache das jetzt einfach mal eben mit einem Auto, um euch das einmal zu demonstrieren. Dann setzt euch einfach in euren LEG rein und fahrt mit dem LEG einmal aus der Garage raus. Und ihr braucht da keine Angst zu haben, von wegen, dass die Kopien dreckig sind oder sowas. Ihr macht da auf jeden Fall keine dreckigen Kopien. Ihr braucht keine iPhone-Kennzeichen. Jede Kopie ist eine saubere Kopie, da braucht ihr keine Angst zu haben. Ihr müsst auf jeden Fall nur noch das tägliche Verkaufslimit beachten und da werdet ihr auf jeden Fall keine Probleme bekommen. So, seid ihr aus der Garage rausgefahren, dann geht einfach ins Interaktionsmenü, auf Fahrzeuge und dann auf persönliches Fahrzeug wieder einlagern. Und dann ruft ihr einmal euren Mechaniker an und fordert euch euren Easy Classic. Bei mir ist das die Penthouse Garage 3 und da haben wir den Easy einmal anfordern und dann warten wir jetzt, bis der Easy angekommen ist. So, ist der Easy dann da? Dann schauen wir einmal auf der Karte, wo sich denn die gegnerischen Autowerkstätten hier befinden. Hier haben wir zum Beispiel eine, dann werden wir uns mal dahin begeben. So, seid ihr nun an der gegnerischen Autowerkstatt angekommen, dann fahrt einfach in die Werkstatt rein. So, sind wir drin angekommen, dann einfach auf Kreis und die Werkstatt wieder verlassen und ihr seht, der Charakter blinkt ein bisschen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen und damit hat sich das Auto auch schon dupliziert. So, sind wir dann draußen wieder angekommen. Müssen wir uns als nächstes einfach nur noch wieder zu unserer Apartment-Garage begeben und das war es dann eigentlich auch schon. Ich begebe mich einmal nochmal zu meiner Apartment-Garage. Sind wir dann an der Apartment-Garage wieder angekommen, dann fahren wir einfach rein. Und wenn wir drin angekommen sind, dann werdet ihr sehen, dass wir dann unten rechts einen Ladekreis bekommen. Und damit ist das erste Auto auch schon abgespeichert.
So, Ladebildschirm, also der Ladekreis war da. Und das heißt, das Auto ist jetzt abgespeichert. Und ja, wenn ihr euch jetzt noch weitere Kopien machen wollt, dann wiederholt einfach den Vorgang. Ja, das ist auf jeden Fall auch im Moment die einzige Möglichkeit, Autos zu duplizieren, weil Rockstar Games wirklich am Patchen ist ohne Ende in den letzten Tagen. Und ja, deswegen, ich weiß auch nicht, wie lange dieser Glitch jetzt auch gehen wird. Von daher nutzt ihn auf jeden Fall aus, solange er noch gehen wird. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.